Ein herzliches Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Anno 2070 hier auf meinem Kanal. Wir begeben uns in Stunde Nummer 4 unseres Aufbau, ja, mehr oder weniger Endlos-Games, nicht ganz, denn wenn wir 2500 von unseren tollen Eco-Executives haben, dann haben wir unsere Primärmission ja erfüllt Und und zufrieden bin daran ich werden wir nicht heute einfach gerade, mal ein bisschen aber ich hätte einige weiterarbeiten. Verbesserungsvorschläge. Verbesserungsvorschläge, fällt aus. Beamer gibt's nicht und alles andere kannst du ja auch abschminken. 240 haben wir schon, da sind wir, denke ich, auf einem sehr guten Weg. Und uns stehen natürlich wieder weitere Bauoptionen zur Verfügung, wie wir letztes Mal auch schon gesehen haben. Die Beamer-Produktion unter anderem. Und rein theoretisch, wenn wir das Ganze noch weiter auf die Spitze treiben würden, hätten wir hier die Möglichkeit, ein Parlamentfundament zu errichten. Das Parlamentfundament. So. Dafür benötigen wir jedoch 1200 Eco-Executives. Allerdings können wir daraus, ja, und einiges an Geld, wie ihr auch seht, und Materialien. Aber damit können wir dann auch ordentlich, ja, was aufbauen. Und dieses Fundament ist ein öffentliches Gebäude, was im späteren Spielverlauf nahezu alle Bedürfnisse eurer Bürger erfüllt. Zumindest was hier so Mitbestimmung und so weiter angeht. Die Warenrationen Quasi alles, sind was hier schlecht, so Herr Zinsmann. auf der Müssen rechten wir alle Seite den Gürtel steht. enger schnallen? Aktivität, Gemeinschaft, Information, Mitbestimmung. Das wird damit an alles prinzipiell abgedeckt. Aber so weit sind wir ja leider noch nicht. Und wir haben ja letzte Folge schon angesprochen, dass wir wahrscheinlich noch, um die Bürger dann wirklich auf den Stand zu haben, wo wir sie hinhaben möchten und brauchen für die Mission, eine zweite kleine Siedlung aufbauen werden. Das wird dann hier hinten, denke ich, passieren, denn hier haben wir noch mit am meisten Platz. Hier ist bloß unsere Auktionsstation und ein kleines Warendepot, was soweit nichts weiter zu tun hat. Holz haben wir eigentlich auch noch genug, das heißt, unser Sägewerk kann weiter schlafen. Gucken jedoch trotzdem mal in unser Warendepot rein, wenn ich das Richtige finde, was unsere Bestände denn sagen. Das sieht soweit alles gar nicht so schlecht aus. Fisch ist noch auf einem guten Level, der Tee ist sowieso immer auf Maximum, das ist sehr gut. Ansonsten, Pasta-Produktion läuft an, die Biodrinks sind noch in ausreichender Menge vorhanden. Wir könnten sogar überlegen, noch eine weitere Pasta-Fabrik zu errichten, da wir mehr Weizen und Nudeln haben, als wir überhaupt verarbeiten können, momentan. Aber Reis und Gewürze ist ebenfalls auf einem sehr guten Level und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an und Ich lassen noch wusste, den dass es ein oder eine anderen Archive Bürger in gibt. unserer Stadt Dieser Ort ist das aufsteigen. beste Beispiel dafür. Dadurch verbrauchen sich natürlich auch schneller unsere Ressourcen wieder. Aber wir kriegen auch ein paar von unseren anderen Ressourcen hier mal wieder ein bisschen weg. Zodiac wird erstmal hier geparkt und der Kaiman auch. So, und da sehen wir es auch schon. Alle Bürger wollen wieder aufsteigen, da sie rundum zufrieden und glücklich sind, voller Freude in unserer schönen Stadt Venera. Möchten sie entsprechend zur nächsten Bevölkerungsschicht aufsteigen. Wichtig ist, dass es hier halt immer diese kleinen Caps gibt. Man kann nicht komplett ohne zum Beispiel Eco-Angestellte sein. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dann gleich noch eine zweite Siedlung mit aufmachen, in der wir zumindest diese Grundsachen stärken, dass sie bis zu Eco-Ingenieuren Hier hätte aufsteigen ich aufs können. richtige Pferd Denn dann gesetzt. können wir alle Danke. Eco-Ingenieure, die wir jetzt hier noch in der Stadt haben oder in diesem Hauptzentrum haben, sag ich mal, zu Eco-Executives machen. Ohne alle Gebäude da hinten dann auch nochmal hinbauen zu müssen. Das wäre nämlich ziemlich ätzend. Deswegen wird das hier weiter unser Hauptkern von Venera und die andere kleine Siedlung wird so, ja, eine kleine Buff-Stadt sein. Damit wir hier weitere Executives erschaffen können. 520 hätten jetzt schon die Möglichkeit, bei uns einzuziehen. 2500 brauchen wir aber, wie bereits gesagt. Wir hauen einfach mal hier alles rein, was wir haben. Jetzt geht uns nämlich das Glas aus. Das heißt, für den Stufenaufstieg benötigen wir natürlich weitere Materialien, wie ihr Sie haben seht's das ja. Paradies auf Erden erschaffen. Ja, das Meiner Hilfe. Paradies, genau. Von so einem kleinen, ja, Holzhütte mit ein bisschen Scheiben, zu so einem großen Ding, da braucht man natürlich ein paar Materialien und ein bisschen mehr Glas und so weiter. Soll jetzt aber. Oh, nicht. Nein, nein, ich habe die Aufstiegsrechte freigegeben. Oh. Erstmal gleich wieder hier Aufstiegsrechte sperren. Das levelt sie einfach randommäßig und das kann ich ja nicht zulassen. Ja, vier Glas brauchen wir, um einen Ingenieur aufsteigen zu lassen zu einem Executive. Aber da ich momentan noch nicht weiß, wie sich das Ganze hier weiter verhält,
werden wir unsere Bevölkerungsschichten erstmal wieder anpassen auf den leicht erhöhten Steuersatz, einfach um unsere Einnahmen zu steigern und weil sie dann immer noch freudig in unserer Stadt leben möchten. Hier haben wir noch, immer noch eine Hummerpopulation mit 4000 Tonnen oder 4100. Die brauchen wir derzeit nicht. Ich bin mir momentan noch gar nicht sicher, für welches Volk die Hummer dann am Ende wirklich benötigt werden. Ich würde fast behaupten, für die SAAT-Forscher-Leute. Aber da möchte ich euch jetzt keine falschen Informationen geben. Deswegen schweige ich dazu einfach mal weiter. Könnten überlegen, was brauchen wir denn für unsere Glasproduktion nochmal? Sand und Kalkstein. Gucken wir doch einfach mal, ob wir noch genügend Kalk und Sandstein in unseren Ressourcen haben. Kalk, naja, eher nicht so. Sand hätten wir noch genug. Aber wir bräuchten noch einen weiteren Minenplatz, wo wir ein bisschen Kalk abbauen können. Wäre natürlich eine Überlegung, diese eine Überwachungsstation abzukoppeln. Denn wie gesagt, unsere Vorräte sind ja relativ gut. Obwohl, hier ist ja noch ein Minenplatz. Na wunderbar, dann werden wir da doch einfach mal noch eine zweite Abbaustelle errichten. Kalk, zack. Und eine weitere Glasmanufaktur direkt daneben. Bin das natürlich wieder, wie wir es gewohnt sind, damit auch jeder überall rankommt. So. Da kommt der Flieger auch schon. Wir machen jetzt hier einfach mal einen schönen Platz draus. Wir haben den Platz ja. So und so und so. Bisschen grün, wirkt ein bisschen freundlicher. So, ja, genau. Einfach quer drüber, du blöde Drecksau. Man ist der kürzeste Weg, aber. Oh, meine schönen Pflanzen. So, und da ist die Produktion auch schon in vollem Gange. Dann haben wir bald wieder ganz viel Glas, um unsere Bürger aufsteigen zu lassen. Allerdings ist unser Energieverbrauch oder der Energiebedarf jetzt natürlich auch gestiegen und damit, ja, der Verbrauch und damit die mögliche Restnutzung an Energie. Da werden wir, denke ich, dann gleich nochmal in ein Offshore-Windrad investieren müssen, um da unseren Energiehaushalt weiter zu decken. Haben wir hier noch Platz? Oh nee. Da wird es ein bisschen sehr eng. Wir könnten überlegen. Ah nee, das wird auch nichts. Einfach noch eine Hafenbehörde aufzumachen. Wir haben es ja. So, wo ist sie denn? Die Hafenbehörde. So, dann haben wir hier nämlich nochmal richtig schön viel Platz. Registriere Energieknappheit. Ah, Energieknappheit, das haben wir gleich behoben. Das war ja der Plan. So, und setzen hier bündig wieder unsere Offshore-Windräder hin. Um einfach mal den Energiebedarf decken. So. Wir hier wahrscheinlich sogar 4 Stück insgesamt hinkriegen. Aber wir müssen es ja noch nicht übertreiben. Noch ist ja alles schick. Mit 2 weiteren Windrädern. Und daher fangen wir jetzt an mit, ja, Phase 2 unseres Plans. Überwachen erst nochmal die Vorräte, wo wir dann wirklich jetzt in die Vollen gehen. Ja, das sieht aber gut aus. Sehr gut aus. So, jetzt ist bloß die Frage, was für unsere neue Stadt weichen wird. Oder unsere zweite Siedlung. Die Stadt ist ja, gehört ja mit dazu, aber. Wir könnten natürlich auch überlegen, hier den Tee ein bisschen auszulagern, noch an eine andere Stelle. Fakt ist ja nun mal, dass wir wirklich ein bisschen Platz brauchen. Deswegen war die Station hier vielleicht auch nicht ganz so clever, die ich da hingesetzt habe, aber gut, müssen wir jetzt mit leben. Ja, einfach mal dieses Windkraftwerk entfernen. Haben wir denn noch andere Stationen, die uns im kommen könnten. Meine Ozonmaker sind halt schon, oder die Ozon-E-Maker sind halt schon stark. Mit 100 ja, plus auf ökologische Effekte ist da unsere Ökobilanz natürlich super. Hervorragend sogar. 2006 Einwohner besitzt unsere Stadt bereits. Und ja, YOLO, was soll's. Wir fangen jetzt einfach mal an mit einem neuen Stadtzentrum.
Es geht mir hier alles so ein bisschen auf den Keks. Das steht alles irgendwie da, wo ich jetzt gerne bauen würde. Tee. Wie sieht denn den Tee um? Habe ich mich gerade. Nein. Das ist auch scheiße. Alles kacke hier. Stopp normal. Was haben wir denn hier noch rumstehen? Ein Kraftwerk? Ach ja, und unsere Bäume. Ich glaube, das ist die einfachste Variante, unsere Baumschule umzusiedeln. Mit hier in die Ecke. Damit unsere Holzproduktion natürlich weiter anläuft. Wir werden viel Bauholz noch brauchen. Ich habe ja schon wieder zwei gebaut. Eins reicht doch erstmal. Egal. Ich werde ja gleich alles verbraten. Also immer ran hier. Zack, zack. So. Dann könnt ihr jetzt nämlich weichen. Das Warendepot weicht ja dann auch. Mal gucken, ob dann wirklich noch alles im Bereich ist. So. Erstmal alles weg hier. Ja, doch, das sollte aber soweit hinkommen. Wenn wir das Warendepot dort wegnehmen. So, erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen hier. Zack. Ah, nein. Die Dings. Oh, ja. Obwohl, wir bauen ja eh ein Stadtzentrum. Das hat ja den gleichen Effekt. Das ist natürlich möglichst weit mit ausreizen. So ist, denke ich, ganz gut. Damit unsere Wetterkonstellationsmaschine hier auch weiter arbeitet. Das ist natürlich super wichtig. Und wir setzen jetzt einfach mal direkt alles mit dran hier, was wir brauchen. Ein Tower. Dann kommt noch mit dazu gleich das passende Gebäude für die Mitbestimmung. Und dann geht es uns da erstmal. Nein, nicht die Tycoons. Dann geht es uns hier erstmal wieder gut. Ah, da ist unser Kongresszentrum. Oh, wir brauchen Glas. Schade. Und ich sehe gerade, unser Energiebedarf ist schon wieder fast runter. Für ein paar öffentliche Gebäude, die wir gebaut haben, das ist der Wahnsinn. Also brauchen wir weitere Windkrafträder. So, zack, zack. Reicht dann erstmal wieder für 2 Minuten. Das wird erstmal alles schön eingerahmt, dass unsere Bürger nicht sagen, ich komme da gar nicht ran, hier ist überall Wiese. Ihr wisst ja, sonst toben sie hier auch auf der Wiese rum. Wenn man Straßen hat, rennen sie hier auch da. Da sieht man es schön neben dem Weg auf der Wiese rum. Aber wenn man keine Wege hat, dann heißt es, ich komme da gar nicht an. Mein Leben ist so scheiße. War das Muss eben man. Seamus Green dort auf der Videobahn? Was ist Seamus Green? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht hingeguckt. So, gucken wir mal. Ich könnte natürlich auch ein bisschen was an Material kaufen. Ich habe ja nun ein bisschen Geld. Aber warum sollten wir unser Geld ausgeben? Wenn wir es auch sparen könnten. Oh, wir haben ja. Ah, Bedürfnis nach Information. Erhöht den Katastrophenschutz gegen Krankheiten. Nein. Wir bleiben schön bei uns alt macht neu. Lifestyle-Produkte werden dann weniger verbraucht. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Mit den Ich habe mich für Kommunikatoren. Sie verbürgt, 59. um Ihnen diese Chance zu eröffnen. Folgende Waren zu liefern: 16 Tonnen Eisen und 14 Tonnen Sand für 10.000 Credits. Na, aber. Kaiman, ab dafür. Eisen. Und Sand. So, wo ist er denn der Thorn? Ach, da ganz unten hat er sich angesiedelt. Bei Kollegin Tilda. Oder ist das seine Insel? Nee. Ja, das Leben Was ist soll ich beschwert. sagen? Hat einfach mal dick Richtig. seine Arche hier Ich bin hingesetzt. ein. Der Schlawiner. Ja, Hund! Wie geht's hier? Wir haben gleich genug Glas. Oh, was ist denn hier los? Da müsste mal wieder Tee abgeholt werden, Kollegen. Sehr schön. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Teespeicher voll sind. Jo. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Unser Kongresszentrum, das nimmt eine Reihe mehr ein als das.
Okay. Und geht ungefähr bis zur Höhe des Baumes. 2, 4, 6, 7, 8. 8 Wege muss ich zeigen. Okay, dann machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Scheiße, verzählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da gehen wir jetzt einfach mal rum. Und nein, halt, eins weiter ging das. Ich werde den Weg wahrscheinlich eh gleich wieder abreißen, weil ich es falsch gebaut habe. Wir beschleunigen einfach mal die Zeit. So, dann haben wir jetzt nämlich genug. Ah, passt wie angegossen. Bin der Pro. Und ich habe sogar noch einen schönen Baum mitten in meinem Haus. Oh Mann, ey. Was kann ich Like a Pro. Baines berichten? Ja, Sobald bitteschön. du ja Dankeschön. zuhörst, Hast du noch was Geiles für mich? Born? Wenn Sie Unterstützung Ein schönes hier. bedürfen, sind Sie hier richtig. Werkzeug. Werkzeug kann man immer gebrauchen, aber jetzt gerade nicht so. Elektrische Mobilitätssteigerung wird verkauft. Aha. Verbessert das Schiff, in dem es benutzt wird. Ja, Geschwindigkeit plus 20%. Ich meine, warum nicht? Angriffsstärke plus 10%. Saatgut, Gemüse. Beschädigtes Schutz. Wirkungsdauer 10 Minuten. Macht eine Einheit unangreifbar für feindliche Einheiten. Das ist ja gut. Aber wir kaufen jetzt einfach mal den hier. Ein mustergültiger Handel. So. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Kleines Achievement haben wir bekommen. Kaufen Sie Items von dritten Parteien. Haben wir damit getan? Und können dann jetzt unsere Restbestände auch wieder direkt zurückbringen. Und ich werde mal hier das eine Fischerding abreißen und das mit dort rüber setzen. Einfach aus dem folgenden Grund, dass mein Konto gerade ziemlich ausgelastet ist, so wie das aussieht. Und wie hier ja eine Hafenbehörde ist, die noch nicht so viel zu tun hat, die kann also immer mal rüberfliegen zu unserem Schiff. Fischerboot, Stand. Und jetzt. Oh, Bauzellen gehen gerade zur Neige, sehe ich gerade. Ich habe zwar zwei Förderanlagen, drei sogar. Naja, dann fahren wir einfach nochmal zurück. Irgendjemand wird ja wohl Bauzellen im Angebot haben gerade. Sie Wie sieht's denn wünschen. aus hier? Sie wünschen Waren, hätte ich gerne. Na also. Zack. Wir können auch mal gucken, ob wir direkt über unsere Arche zu einem Auftrag. Sonderpreis, ja, Bauzellen Ihr importieren Auftrag. können. 40 Tonnen Bauzellen für 10.000 Credits. Das ist natürlich, da hab ich, Ihre aber Bestellung egal. wurde bestätigt. So, Eve kümmert sich darum, dass wir jetzt weitere Bauzellen kriegen. Wie gesagt, wir haben es ja, ist ja nicht so, als wir am Hungertuch nagen mit unserer schönen Stadt. Ah! Fischis! Oh, wo sind sie hin? Riesige Wale! Ja, ich weiß, Wale sind keine Fische. So, wir wollten aber was kaufen. Und zwar. Diese Waren werden Sie garantiert voranbringen. Ja, auf jeden Fall. Oh, wie Sie süß. können jederzeit 20 mehrere Tonnen. IT-Equipment erwerben. Ja, mache ich. Der Kollege hat auch nochmal 40 Tonnen, das ist gut. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Bestellte Waren stehen zur Abholung Oh, bereit. das ist gut. Dann schicken wir Zodiac jetzt einfach mal unserer Arche, den Spaß dort abzuholen. Nein, Zodiac, du sollst zur Arche. Der Kaman soll Die hier Firma einkaufen. sorgt für alle, die Ja, ihr. gib mir das alles. Na, wir sind im Geschäft. So, läuft. Wenn wir jetzt dann nämlich erstmal wieder ein bisschen was bauen. Werkzeug haben wir nicht, Gott sei Dank, noch genug. Oh, und dieses Krüppelschiff. Ich glaube, ich werde es einfach versenken, aber dann habe ich kein Kriegsschiff mehr. Das ist auch scheiße. Falls da noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, möchte ich das Ganze natürlich nicht riskieren. Oh, was ist denn hier schon wieder los mit der Fischproduktion? Mann, 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 Mann. Na gut, die Dinger stehen hier. Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Oh, Rufus Thorn bittet sie, ein Architekt in Venera zu finden. Ja, super, ist ja wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Da habe ich ja Bock drauf. Über diese Suchquests hier. Müsst ihr ja dann wieder blau leuchten. Da ist er, komm her. Yes! Gotcha! So, ist toll, wie der Kaiman wahrscheinlich Zodiac noch überholt. Oh ne, aber ganz knapp, ganz knapp. So, erstmal wieder auffüllen hier. Dann nehmen wir unseren Freund gleich mit und bringen ihn zu Rufus. Zodiac auch noch seinen Spaß hier entladen kann. Und dann haben wir erstmal wieder ein paar Bauzellen für unsere nächste Siedlung. Zack. Dann werden wir doch einfach mal direkt loslegen hier. Bei entspannten Reihen.
Drei Reihen können wir leider nicht machen, weil dann haben wir wieder keine Wege, um das Ganze zu verbinden. Wir meckern sie wieder rum, wie gesagt, dass sie keine Anbindung zu Gebäude XY haben. Dann möchten sie keine Steuern zahlen und haten uns. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Die sollen uns ja lieb haben. So, deswegen bauen wir jetzt hier einfach mal noch zwei Reihen mit dran. Sieht schon mal gut aus. In der Hoffnung, dass jetzt hier nicht gleich die Krankheit ausbrechen wird. Das wäre nämlich total ätzend. Oder irgendwie derbe Crime und so Das hier ist ein weiter. Abenteuer, aber ich glaube, wir werden Lass es aber erstmal meistern. direkt ein paar von den Arbeitern wieder aufsteigen lassen. Weil wir brauchen ja mehr Executives und dafür brauchen wir mehr Ingenieure und das bringt uns ja nichts, wenn wir keine Arbeiter, wenn wir die Arbeiter nicht aufsteigen lassen. Haben wir nichts gewonnen. So, dann haben wir hier nochmal zwei Dreierblöcke. Das sieht soweit schon gar nicht so schlecht aus. Ah, hier können wir überlegen, die dann auch nochmal ein Stück fortzuführen. Blöcke. Aber jetzt erstmal aufgrund der Anbindung lassen wir es dabei. Da Was ist denn hier ist los? Wollt ihr nicht Anschauung, die ich aufsteigen? ansehen, die so Ihr habt doch bescheiden alles. geht wie Bedarf vor nach 500 Jahren. Lifestyle. Alles Echt gut. krass. Echt krass. Ach so, ja. Die können natürlich noch nicht aufsteigen, weil die gerade erst wieder einziehen. Folglich wollen hier unten alle unsere alten Arbeiter noch aufsteigen. Das werden wir dementsprechend auch gewähren. So, so. Pasta, ja. Jana hat uns erstmal 27 Tonnen Pasta verkauft und dafür ordentlich Geld eingesteckt. Blöde Kuh. Aber lieber so, als dass wir am Ende keine Pasta mehr haben und untergehen. Manchmal träume Wir ich können ja auch davon, jederzeit dass ich einstellen, bis für zu welchem einer Bestand die ganzen sattlichen Sachen wieder Tiger wie aufgefüllt sie werden sollen. liege Das ist ja und das Gute einfach am die Handel. Seele baumeln lasse. Und mit 27 Tonnen sind wir da echt schon weit unten, ne? Wir drehen das einfach mal auf gute 50, dass wir immer eine Reserve haben. Ah nein, verkaufen. Ich verkaufe die? Bitte Venera verkauft. Bin ich denn wahnsinnig? Oh mein Gott! Ich wundere mich, warum meine Pasta-Produktion immer so schlecht angeht. wir werden jetzt aber mal langsam Puffer schaffen. A für Kommunikatoren, dass die immer so auf ja, 60 Tonnen sind. Für halber Lagerbestand. Gleich ist. Obwohl, wir haben noch genug Mikrochips, die wir verarbeiten können. Naja, sicher ist sicher. Beim Tee sieht es ja sehr gut aus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Fisch sieht auch noch gut aus. Ist halt wichtig, dass die Grundsachen immer abgedeckt sind. Und bei den Biodrinks, das sind Sachen, die ich halt nicht so schnell nachproduzieren kann. Deswegen halten wir da auch mal den halben Lagerbestand voll. So. Derweil haben wir noch Ehrlich, den einen ohne oder dich anderen wären wir Arbeiter, der nie so hier weit aufsteigen gekommen. möchte. Da wieder neue Arbeiter hinzugezogen sind. Unsere Stadt nähert sich den 2300 Einwohnern. Was natürlich noch nichts ist bei 2400 Executives. Oder 2500 waren es sogar. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen. Oh. Dass wir den Kollegen hier abliefern. Haben Sie den Auftrag zufrieden? Na, Ihre aber Dienste in dieser sicher. Sache sind für die Kapern Sie Firma mit Hilfe des Spiels. Oh, unverzichtbar. ein Schiff soll ich Die kapern. Firma Ist das hier erwartet sockelbar? Ergebnisse. Nee, das ist auf diesem Schiff nämlich nicht sockelbar. Dann kommt jetzt nämlich Zodiac wieder zum Einsatz. Da müssen wir uns bloß ein bisschen beeilen, dass der Zodiac auch ankommt, bevor das Schiff dann nämlich sich von dannen macht. Aber so wie das aussieht, ihr seht es da unten auf der Minimap ein bisschen aufblinken. Das Schiff fährt genau da lang, wo wir es brauchen. Hier sind Die sie. Jorgensen sind schon immer zur See gefahren. Nee, Quatsch, hier sind sie. Das muss ich kapern. Aber dazu muss ich erstmal den Sockel hier abliefern, mit Zodiac mitnehmen. Denn hier haben wir den kompatiblen Sockeltyp. Und jetzt machen wir uns einfach mal auf den Weg zu diesem Schiff mit unserem Krüppel. Aber Gott sei Dank fahren sie uns ja ein bisschen entgegen. Oh nein, nicht entsockeln. Nein, ich hab's über Bord geworfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nimm es wieder mit! Wo ist es hin? Nimm es mit, verdammt nochmal! Jetzt rüst es aus. Jetzt werden wir es benutzen. Ach, scheiße. Jetzt sieht die Fracht immer noch langsamer als mein eigenes Schiff. Weil es halt kaputt ist.
So, da seht ihr es, der Enterhaken. Attacke! 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 Das Entern. Oh, Biodrinks. Jetzt hat sie uns was verkauft. Jetzt. Oh, oh, oh. Jetzt kriegen wir derbe auf den Sack hier. Aber mit ein bisschen Glück. Aufgepasst. Oh, der Trenchcoat ist wieder da für die nächste Dreiviertelstunde. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Komm, komm! Nicht untergehen! Schwein gehabt. Hervorragend. Doch wir dürfen uns nicht. Jetzt wird es aber wirklich Zeit, ein Reparaturdock zu erstellen. Für die nächste Mission wird das Ganze nichts mehr. So, Treibgut sollen wir einsammeln. Produktion gestoppt. Produktion gestoppt. Was ist da los? Wer produziert nichts mehr? Biodrinks. Warum? Oh. Wir haben ein bisschen viel Milch. Und ein bisschen wenig Obst. Das sollten wir ändern. Dann gehst du jetzt erstmal schlafen. Und dann brauchen wir mehr Obstplantagen, so wie ich das hier sehe. Auch wenn diese gut ausgelastet sind. Für Obstplantagen benötigten wir alles Mögliche. Holz. Vor allem Holz. Holz, Werkzeug, Glas. Holz, Werkzeug, Glas. Kein Problem. Holz, Werkzeug und Glas nehmen wir doch alles mit. Holz ist hier eh auf dem Maximum. Da können 40 Tonnen ruhig rüber. Werkzeug und Glas. Glas. Ja, 20 Tonnen Werkzeug können auch mal wieder rüber. Wir werden, denke ich, da noch die ein oder andere Produktionsstätte in der nächsten Zeit errichten. Von daher ist das jetzt nicht weiter tragisch. Oh, hier wollen also unsere Bürger noch aufsteigen. Doch zuvor sind erstmal wieder. Oh, er hat keine Mitbestimmung. Was ist da los? Eco-Ingenieure dran. Ja, unser Mitbestimmungsrat ist halt echt nur hier vorne, ne? Deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, dass hier hinten doch noch ein paar zu Executives werden. Da wir dort natürlich cleverer gebaut haben, dadurch, dass jetzt schon die Gebäude alle zur Verfügung stehen. Aber hier vorne können wir noch ein paar Leute zu Executives machen. Zack, zack. Ja, kommt schon. Ihr wollt es doch auch. Wenn man sich so umhört, geht es uns. Oh, hier sind noch drei Arbeiterwohnungen, so die einfach mal zack, zack aufgewertet werden für ein Werkzeug. Mit einer Tonne Werkzeug. Haha, wird aus so einem kleinen Arbeiterhaus. So ein Riesending. Wie aktiv? Du hast keine Aktivität. Was ist denn da los? Arme Sau. Ah, liegt genau außerhalb des Einflussbereiches. Und genau aus dem. Oh. Ja, ihr habt halt echt irgendwie die Arschkarte gezogen. Tut mir leid für euch. So ein bisschen. Da, weiter geht's. 2400. Es gibt hier gute Tage und weniger gute. Ja. Wie überall sonst auch. Mensch, ey. Wie lange er wohl für diese Erkenntnis gebraucht hat. So, aktueller Stand wäre, dass wir bis zu 800 Eco-Executives beheimaten könnten in Venera. Wir haben viele Lizenzen und sind auf dem Weg. Da ist es. Mit unserem Kaiman weitere Obstplantagen zu errichten, was auch für heute unsere letzte Tat dann gleich sein wird. Denn die halbe Stunde Anno ist schon wieder fast rum. Und wir brauchen ja natürlich auch noch ein bisschen Material für die nächste Ausgabe. Und es ist dann wieder heißt Let's Play Anno 2070. Auf newseule.de und meinem schnuckligen Kanal. Doch zuvor seht ihr noch, wie wir weitere Obstplantagen errichten. Oh, jetzt habe ich sogar 9 von 8 Feldern nötigen gebaut. Aber egal. Mehr Obst kann nicht schaden. Obst ist gesund. Esst mehr Obst. Und in diesem Sinne, liebe Leute, sehen wir uns, wenn es wieder das, sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich dann auch wieder. Bis dahin, euer Mystix. Ciao, bye bye.